Hi, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu Teil 2 unserer Videoreihe Karpfenangeln im Osten. Ich habe mir jetzt aus dem Bulli mal mein Tauchequipment geholt, denn ich möchte der Sache hier am See jetzt endlich mal auf den Grund gehen. Des Weiteren möchte ich euch natürlich daran erinnern, an das Gewinnspiel aus Teil 1. Ich blende euch hier oben das Video nochmal ein, unbedingt anschauen. Denn zu gewinnen gibt es ein cooles Köderpaket, unsere Erfolgspoppies, das 360-Grad-Rig, die Haken für die schnelle, einfache Montage und ein paar Instant-Boilies. Alles, was ihr machen müsst, um daran teilzunehmen, schreibt in die Videokommentare, entweder bei Video Teil 1 oder jetzt im zweiten Teil, warum die Fische bisher nur tagsüber gebissen haben. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Habt ihr eine Erklärung dafür? Und die geschätzte Anzahl aller gefangenen Fische in beiden Videos. Die Jungs und Mädels von euch, die ganz schnell beide Videos durchgucken, wissen natürlich die Anzahl. Die anderen müssen raten, aber das macht es ja gerade spannend. So, ich glaube, da hinten schreit schon wieder ein Bissanzeiger. Ich muss los und euch viel Spaß beim Film. Abfahrt! Renn. Hängt, ja, schöner Fisch. Die lieben die gelben Poppies. Gerade am Sonnenbaden gewesen, am Chillen. Läuft das Ding wieder ab. Direkt neben unserer Angelstelle herrscht jetzt reger Badebetrieb, also die Leute verlassen jetzt auch hier das Strandbad und kommen näher in die Wildnis. Aber überhaupt kein Thema, die Karpfen juckt es nicht, uns juckt es nicht, wir kommen alle gut zusammen klar. Wahnsinn, ja, also es ist wirklich verrückt, dass die Fische bei dem klaren Wasser tagsüber so eskalieren. Super, mega. Jawohl. Hey, nein, hier Petri. Die alte Schiene. Der ist voll fokussiert, der springt da ran. Was ist denn da der Fisch? Da der Fisch hier, prima. Ja, wieder ein schöner, kampfstarker Spiegler am Mittag. Und das bei herrlichstem Wetter. Gleich immer noch baden, was will man mehr? Super.
wird immer mehr los am See. Die ersten Badegäste kommen auch mit den Stand-Up-Paddles vorbei. Deswegen ganz wichtig, senkt eure Schnüre am Ufer ab. So gibt es keinen Ärger, ihr gefährdet keine anderen Wassersportler, die hier unterwegs sind. Ja, und so kommt sicher keiner in die Quere am Badesee. Diese Teile hier sind einfach und schnell montiert und helfen, eure gespannte Schnur bis hin zum Köder schön unauffällig auf den Grund zu drücken. So, meine rechte Rute kommt jetzt weg vom Marker. Hier ist Änderung gefragt. Da suchen wir uns einen neuen Spot. Absoluter Wahnsinn. Mir stehen schon wieder leicht die Haare zu Berge, aber dass es plötzlich so anläuft, vor allen Dingen tagsüber, Micha und ich, wir sind komplett begeistert und richtig happy. Die Mädels sind gerade mit meinem Sohnemann zum Eisessen gegangen, da kam vorne so ein Eiswagen angefahren, also es ist wirklich rundum Männerurlaub und auch Urlaub im Endeffekt für die ganze Family, ja, wir haben geiles Wetter, wir können baden gehen, ein paar Fische beißen, einfach super. Im Hintergrund lädt schon die GoPro auf, also das Kraftwerk muss hier einiges leisten, die große Videokamera hat schon einige Fische jetzt auf Band gebannt. Und wir werden uns jetzt mal die Taucherbrille anziehen, schnorcheln. Bei mir nur die linke Rute am Marker. Hat jetzt drei Aktionen gebracht mit dem auffälligen Poppy hier. Und bei Micha die rechte nah am Schilf auf die Bodenköder. Ein Fisch gelandet, einer ausgeschlitzt, aber zwei Ruten komplett tot. Normalerweise können wir komplett zufrieden sein, ja. Aber als Angler stellt man sich dann immer die Frage, woran liegt's? Kommen die Fische vielleicht nur von links und dann fangen wir sie schon ab oder liegt die andere Rute schlecht oder falsch. Wir werden jetzt noch mal probieren, dabei rumzuschnorcheln. Wir nehmen euch mit unter Wasser. Mal gucken, ob wir ein paar Geheimnisse hier dem See entlocken können. In der Tiefe, wo wir noch mit unserer normalen Lungentätigkeit tauchen können. Und ich werde auf jeden Fall meine rechte Rute umsetzen, ein bisschen was anders machen. Vielleicht auch, wir haben ja die Tigernüsse, ich habe da immer noch ein immenses Vertrauen drin. Funktioniert eigentlich relativ schnell, dieser Köder. Aber vielleicht so eine Nuss mit einem auffälligen Poppy oder irgendwas. Mal gucken, ob wir da auch noch was ans Band kriegen. Hier will ich euch mal zeigen. Die Rute hat jetzt drei Fische gebracht. Und jetzt haben wir hier einen ganz schönen Trall auf der Schlagschnur. Ihr habt es ja wahrscheinlich im Video schon gesehen. Ich habe als Grundschnur auf der Rolle eine 20er geflochtene und drüber circa 30, 35, vielleicht 40 Meter 0,60er Mono als Schlagschnur. Einfach als Schutz hier vor den Muscheln, vom Kraut, vor den Steinen, vor allem, was einem im Wasser begegnen kann. Ich fahre mit dieser Zusammenstellung relativ gut. Aber jetzt seht ihr hier diesen Trall. Und seid da nicht sparsam. Viele empfehlen ja immer wieder so zwei, drei Rutenlängen. Schlagschnur ist ausreichend. Dann habt ihr bei einer Karpfenrute, meiner hat jetzt hier eine Länge von 3 Metern, eine Schlagschnurlänge von 12 Metern drauf. Und wenn ihr da jetzt was runterschneiden müsst, könnt ihr eigentlich schon theoretisch wieder neue Schlagschnur anknoten. Ich werde mir jetzt hier ein paar Meter runterziehen, bis dieser Trall weg ist, diese Überdehnung von der Mono. Und dann knoten wir einfach neu an. Ihr seht jetzt schon, wenn ich jetzt hier durchziehe, wird die Schnur schon wieder gerade, ringelt sich nicht mehr. Und hier vorne im vorderen Bereich, im Nahkampfbereich, knapp vor der Montage, ist alles richtig zerkräuselt. Das schneiden wir weg, knoten das Rig wieder neu an. Und dann kommt die wieder raus auf den Spot. Und dann nutzen wir mal die Zeit. Wird richtig warm jetzt. Und gehen mal ins Wasser rein. Der See ist so schön klar hier. Da werden wir bestimmt ein paar spannende Sachen erleben oder sehen. Auf dem Echolot sieht man ja viel. Und viele Angler denken ja auch, oder manche Angler denken ja auch, wenn man Echolot einsetzt, springen einem die Fische nur so ins Boot. Das ist absoluter Quatsch. Ein Echolot ist ein Hilfsmittel, was einem den Grund darstellt. Heutzutage gibt es zwei Echolote, die können sehr, sehr viel. Die können fast fernsehgetreu und auch im Live-Modus schwimmende Fische wiedergeben. Aber trotzdem muss der Angler halt mit umgehen können, das Bild richtig interpretieren können, seinen Köder richtig einsetzen, damit das Ganze funktioniert.
Und wenn ihr aber mit einer Taucherbrille oder wie in meinem letzten Video, ich verlinke es euch mal hier oben, mit einem Aquascope ins Wasser geht, dann seht ihr plötzlich Sachen, die gibt euch kein Echolot wieder. Ja? Dann erkennt ihr da kleinste Bereiche im Kraut, wo vielleicht was freigefressen ist und sowas. Und solche spannende Dinge. Und da werden wir uns nachher gleich mal auf die Suche begeben, Köder draufsetzen, mal gucken, ob wir vielleicht die anderen beiden Ruten, die bisher tot liegen, auch noch ins Laufen bekommen. Da gehen wir der Sache jetzt mal auf den Grund. Vor allen Dingen in solchen klaren Seen. Hier ist es natürlich prädestiniert, mal mit der Taucherbrille bei den Wassertemperaturen sich jetzt auf die Suche zu begeben. Vielleicht finden wir hier auch im Uferbereich ein paar spannende Spots, wo ich meine zweite Rute ablegen kann, damit da auch mal was angeht. Seht ihr das? Überall hier in der nahen Uferkante, der Boden ist komplett mit Sediment benetzt. Eine richtige Faulschlammschicht seht ihr da im Untergrund. Ich bin eben mal mit der Hand reingegangen, da hat nirgendwo ein Fisch gefressen. Also keinerlei Fraßspuren. Wir haben jetzt hier Wassertiefen zwischen 2 und 4 Meter abgetaucht und überall diese ganz, ganz dünne Sedimentschicht drauf. Also hier sind keine Anzeichen, bisher haben wir keine Anzeichen gefunden von irgendwie fressenden bzw. gründelnden Karpfen. Sonst wäre das knochenhart. Also dieser Faulschlamm, der vordere Uferbereich hier in der linken Seite, ist nichts dabei. Suchen wir mal weiter. Na, am Schilf hier finden wir Weißfische, Rotaugenschwärme, ein paar kleinere Barsche habe ich gesehen. Aber ansonsten auch keine richtigen Anzeichen von irgendwelchen Fraßspuren von größeren Fischen. Wir haben jetzt Hochsommer, es ist sehr warm. Die Fische befinden sich auf jeden Fall in tieferen Gefilden. Im Frühjahr kommen die Karpfen bestimmt hier ganz ins flache Wasser rein. Aber jetzt aktuell seht ihr ja selbst, der Boden ist wie besetzt, belegt. Da sind keine größeren Fische unterwegs, die grundeln. So, mal gucken. Weiter geht's. Jetzt tauchen wir mal hier den Schilfgürtel entlang. Hier in den Bereich kann man ganz schwer nur noch anwerfen. Vielleicht findet man hier irgendwo Gebiete. Bringen wird es uns nicht viel.
weil wir hier nicht hinangeln können, aber es interessiert mich halt trotzdem, ob jetzt irgendwo hier vielleicht in den Bereichen am See, wo die Angler vom Ufer nicht hinwerfen können, Fische zu finden sind. Denn die Fische sind ja dumm, ja. Das ist das, was ich meine, ganz, ganz typisch. Hier im Hintergrund seht ihr überall dicht bewachsener Schilfgürtel. Keine Möglichkeit, hier eine Rute hinzuwerfen, eine Rute zu platzieren. Und hier unten ist knallharter Untergrund. Ihr seht richtig die Kuhlen, wo die Karpfen gefressen haben. Ich habe es euch probiert, unten zu zeigen. Keine Sedimentierung, große, kahle, kiesige Bereiche an der Krautkante. Hier sind die Fische, ja. Und die Fische sind natürlich nicht doof. Die gehen dorthin, wo sie keinen auf den Schnabel kriegen so schnell. Aber das war jetzt ein interessanter Platz. Aber wie ihr seht, für uns nicht erreichbar. Hier hinten an dieser Spitze liegt ein Mischer seine rechte Rute. Hierher werfen können wir nicht. Aber hier findet irgendwas statt. Hier ist Action am Grund. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Erstmal wieder in der Sonne aufwärmen, war wirklich erfrischend im See und ultra spannend. Kurzes Resümee von unserem Tauchgang. In der mir möglichen Tauchtiefe habe ich ein paar Rotaugen gesehen, ein paar Barsche, ein Hecht ist durchs Bild geschossen, eine Schleie ist mal vorbeigewackelt, aber jetzt Karpfen direkt gesehen habe ich nicht. Wir haben so Tiefen, jetzt, ich schätze mal so bis 5-6 Meter, problemlos erreichen können. Aber in diesen Bereichen habe ich fast überall so eine richtige Sedimentschicht am Grund gefunden. Der Grund war so leicht benetzt und sobald ich mit der Hand reingegangen bin, war drunter Faulschlamm. Also ihr habt das sicherlich auch auf dem Video gesehen. Da wurde es dann richtig schwarz, richtig weicher Boden. Also da waren keine Fische auf Nahrungssuche. Weiter hinten, bei uns um die Schilfspitze rum, die Bereiche, die wir mit der Angel beim Werfen nicht erreichen können. Dort habe ich 2-3 Plätze im Kraut drin gefunden. Die waren richtig kahl, richtig kiesig, richtig fest. Und da habt ihr auch diese Kuhlen gesehen. Und diese Kuhlen, das sind deutliche Anzeichen für Fraßstellen, Fraßlöcher von Karpfen. Aber wie gesagt, brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen, da können wir nicht hinwerfen, das ist unmöglich. Schilfgürtel ist komplett zu an diesem Bereich gewesen. Und ja, das sieht man mal wieder, die Fische sind nicht dumm. Ne? An den Bereichen hier, wo die Angler rankommen, die Bereiche, die in Wurfweite liegen, dort ist das flachere Uferwasser, was wir jetzt mit Schnorchel und Taucherbrille erreichen konnten, eigentlich fischleer. Also unser Zielfisch, der Karpfen, war dort nicht unterwegs. Ich konnte keine Anzeichen für Fressstellen in diesen Bereichen finden. Und dann natürlich sofort in diesen Zonen, wo die Angler nicht so einfach hinwerfen können, wo man nicht hinkommt. Dort findet man natürlich dann diese Plätze, aber es hilft uns nicht weiter, denn wir kommen da nicht hin. Ich werde jetzt Folgendes machen mit meiner rechten Rute. Ich werde nochmal mit einem zweiten Marker mir an der tiefer abfallenden Kante, so im Bereich zwischen 7 und 9 Metern, wo jetzt auch meine linke Rute an der Außenkante liegt, die ganzen Fische mit dem gelben Pop-up bringt, mir nochmal einen zweiten Bereich suchen im See, mit dem Boot rausgehen, mit dem Tastblei unten ein bisschen klopfen, ob ich was Hartes finde. Auf dem Echolot sehe ich ja sehr gut, wo die Krautkante hier im flachen Wasser, die abfallende Kante, wo das Kraut beginnt und dann an der Kante, wo die Krautkante im tieferen Wasser, so bei 7, 8, 9 Metern, wo sie dann endet, wenn ich dort freie Bereiche auf dem Echolot finde, werde ich ein bisschen klopfen und dort dann meine zweite Rute, meine rechte Rute präsentieren. Ja, und mal gucken, ob dann dort ich irgendwo die Straße der Karpfen treffe und die Rute auch noch ins Laufen bekomme.
Aber wie gesagt, das Schnorcheln jetzt vor allem zur Sommerzeit bei heißen Außentemperaturen und erfrischenden Wassertemperaturen ist eine ganz tolle Sache. Auch für euch zu Hause an eurem Baggersee. Geht mal rein. Ihr findet da bestimmt ganz schnell ganz spannende Angelplätze, die ihr vorher so selbst mit dem Echolot nicht richtig erkennen könnt. Ja, ist eine ganz spannende Sache. Ich mache das sehr gerne. Ich mache das sehr viel im Sommer. Und es gibt natürlich auch Seen, die sind nicht so aufgebaut wie dieser hier, nicht so tief, flachere Seen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass er in solchen Gewässern, vielleicht habt ihr ja so ein ähnliches Zuhause, ganz schnell heiße Bereiche findet und vielleicht sogar Karpfen im flachen Wasser gründeln seht. So, da schauen wir mal, ob wir einen interessanten Spot finden. Dicht an der Krautkante. Da könnt ihr jetzt perfekt die Krautfelder erkennen. Kommt noch mal ein richtig starkes Krautfeld jetzt hoch. Und hinter dieses Feld, dort will ich versuchen, die Rute abzulegen. Da hinten seht ihr meinen Angelplatz. Also es ist immer noch problemlos anwerfbar. Jetzt schauen wir mal, wie das hier weitergeht, wie das abfällt. Hier immer noch einzelne Krautfelder. Und hier wird es frei. Hier ist jetzt alles frei. Und in diesem Bereich, möglichst nah an diese Krautkante hier ran, an das Ende des Krautfeldes, press hinten dran, will ich versuchen, meine zweite Rute abzulegen. So, jetzt setzen wir uns erstmal einen Marker. Mit dem kann ich auch unten gleichzeitig ein bisschen tasten, ob der Untergrund hart ist. Richtig hart. Wir haben hier 8 Meter Wassertiefe jetzt. Abfallende Kante genau hinterm Kraut. Ich gehe jetzt noch ein kleines Stück zurück. Ich will ja den Marker nicht direkt auf meinem Futterplatz haben. Gut, perfekt. Macht da jetzt auch gar kein großes Hexenwerk. Wir müssen ja testen, ob dieser Bereich von den Fischen angelaufen wird, ob sie hier langziehen. Ich würde jetzt einfach ein paar Hände Beulis außen rum. Verzichte jetzt auch mal auf die Tigernüsse. Falls die Fische Bock drauf haben, damit sie relativ schnell auf den Hakenköder stoßen. Schön großflächig, nicht zu punktuell. Wenn Karpfen suchen müssen, bleiben sie länger am Platz. Das kann ich locker werfen, auch mit den kurzen Ruten. So, die Nüsse kommen jetzt runter vom Vorfach, die haben keinen Erfolg gebracht. Ich werde jetzt auch hier auf einen auffälligen Pop-up setzen. Auf der linken Rute der gelbe Pop-up, da haben sie drauf gestanden. Und ja, werde ich einfach probieren. Ich versuche jetzt direkt an die Krautkante, circa 5 Meter vor meinem roten Marker, den gelben Poppy zu werfen. Bin mal gespannt, ob wir dann noch die Rute irgendwie ins Laufen bekommen. Die Rute sitzt am neuen Platz. Ich hoffe, ich habe ihn gut anwerfen können, gut getroffen, den krautfreien Bereich. Ein paar Badegäste haben sich jetzt noch hier bei uns dazugesellt, ist aber überhaupt kein Thema. Unsere Mädels fahren jetzt mit dem Stand-Up-Paddle los und Micha und ich, wir hoffen jetzt auf den nächsten Fisch. So hat jeder genau das im Urlaub, was ihm richtig Spaß macht. Und so soll es doch sein. Das ist unglaublich, das ist unglaublich.
dieser gelbe Pop-up in den Badegästen drin. Uiuiui. Abfahrt. Wir müssen wieder ins Boot. Hier vorne kommt jetzt euer Absenkblei. Ich fange mir das dann jetzt hier ein, damit mich das nicht im Drill nervt, klingt das einfach schnell aus hier. Zack, ins Boot schmeißen und weiter geht's. Das ist doch wirklich verrückt. Das ist doch wirklich verrückt. Läuft das Ding wieder ab. Der fünfte Fisch jetzt. Die Badegäste gucken schon ganz gespannt, was da um ihre Füße kreiselt. Guck mal, wo die Schnur hingeht. Ist von unserem Marker nach links geschwommen und dort sitzen die ganzen Badegäste. Na jetzt haut er ab. Uiuiui. Jetzt haben wir einen Thunfisch dran. Alter Falter, Wahnsinn, Wahnsinn. Da kommt er. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Guckt euch diese Spiegler an. Naja, den Trick hat er jetzt gerafft. Die Badegäste applaudieren, die gucken ganz ängstlich. Schaut mal, ist doch mega. Unglaublich, unglaublich. So viel los jetzt hier am See. Die ganze Nacht war Ruhe, keine einzige Aktion. Und jetzt plötzlich. Und jetzt plötzlich bei Tageslicht ballert's da ab. Da ist er inne. Inne ist er. Stark. Wahnsinn. Stefano. Oh. Ganz tolle Fische. Und das Verrückte ist richtig makellos und richtig gut im Saft. Ja? Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Wahnsinn. Guckt mal hier, ganz tolles Schuppenmuster. Hier vorne vier Schuppen am Kopf entlang. Pralle Fische, richtig pralle Fische. Und das Tolle ist, das einzige Loch hier im Fischmaul ist das von meinem Haken. Man sieht hier keine großartigen Verletzungen. Gar nichts, ja. Ganz vorne gehakt, das System.
Super. Alter Falter, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich fange ja bei mir zu Hause am Flussmeer die Schuppis. Ich liebe Spiegler. Und dass wir hier so verwöhnt werden mit solchen starken Fischen, eigentlich beim Familienurlaub, ist unglaublich. Unglaublich. Geil. Ich freue mich, bin happy. Wahnsinn. Der zweite Abend bricht herein. Draußen seht ihr ja meinen zweiten Marker, den wir heute Nachmittag zusammen gesetzt haben. Ich habe die rechte Rute jetzt nochmal komplett nach rechts verzogen, kurz vor die Krautkante gesetzt. Finny, komm mal her. Und mal gucken, ob da jetzt ein Abnehmer drauf kommt. Was anderes fällt mir nicht ein. Aber wir sind schon mega happy, dass das jetzt hier so ins Laufen gekommen ist. Vor allen Dingen rechnen wir mal echt nicht damit, dass das plötzlich tagsüber bei so klaren Wasserverhältnissen so ballert. Bin echt gespannt, ob die zweite Nacht genauso ruhig verläuft. Aber wenn es so ist, ist es komplett wurscht. Denn wir wissen ja, morgen im Morgengrauen, sofern wir wieder gut den Platz angeworfen haben, wird es wieder knallen. So, jetzt werde ich meinem Sohnemann noch was zu essen machen. Dann geht es für den auch schon ab in die Mupfel, der dort viel erlebt. Die frische Luft wirkt Wunder auf Kinder, habe ich glaube ich schon mal im Video gesagt. Also geht raus mit euren Kids in die Natur, da haben sie mega Spaß. Der konnte heute den ganzen Tag hier im Sand buddeln, Fische sich angucken, rumfuhrwerken, Spaß haben, Schlauchboot fahren, alles was so Sache ist. Das Wetter spielt mit, absolut mega, bis zum Biss, bis später. Fisch hängt jetzt wieder im Kraut. Ich merke schon, wie die Rute so zuckt. Das ist halt das Problem, wenn man hinter der Krautkante angelt und den Fisch zu sich drehen will und ihn eigentlich ins Kraut dreht. Deswegen müssen wir jetzt bei der nahen Rute auch wieder ins Boot. So, jetzt holen wir einen Fisch. Heute wird es richtig heiß. Heute sind, glaube ich, habe vorhin mal kurz im Handy geschaut, fast 40 Grad hier gemeldet im Osten. Wahnsinn. Wahnsinn. Und diese Aktion jetzt kam auf eine Rute. Hier vorne ist unser Marker. Da vorne seht ihr dann ganz nahe Rute. Und die Rute war jetzt zwei Tage eigentlich komplett tot. Keine einzige Aktion. Die linke Rute von Micha drüben, gar nichts. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, wieder im Hellwerden, jetzt kommt ein Biss. Also wenn ihr Zeit habt, auch mal liegen lassen, Vertrauen haben, abwarten und dann geht's los.
Da ist er. Sauber. Tilly. Buff. Checky. Komm. Schlag ein. Check. Yeah. Petri, super. Super. Da kommt der Fisch jetzt rein, ja? Da kommt der Fisch jetzt rein, ja? Ja, der Micha zeigt ihn dir gleich. Sauber gehakt. Hier haben wir sogar noch Kraut dran. War also, es war absolut richtig, dass wir raus sind. So konnte man dann den Fisch auch landen und haben nicht im Kraut verloren. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nützt doch immer ein Boot. So, jetzt zeige ich ihn euch mal kurz. Schöner Spiegler, hinten kommt noch Milch raus. Eigentlich total untypisch. Aber hier, ihr seht, Milch noch. Läuft das Ding, Wahnsinn! Uiuiuiui. Oh. Da geht die Luzi! Da geht die Luzi! Da sind wir wieder am Start. Steht gut drin, der Fisch, wieder der gelbe Poppy. Unglaublich! Die andere Rute, die wir gestern mit dem neuen Marker nochmal ziemlich rechts gezogen haben, komplett tot, aber der gelbe Poppy, der geht. Mit den Badegästen, mit der Hitze kommen die Fische. Unglaublich. Vielleicht sollte man sich doch immer Gewässer suchen zum Karpfenangeln, wo richtig viel Trubel ist. Im Hintergrund ist das Ferienlager am Start. Alter, Musik und Karpfenangeln, Karpfendrillen. Hoffentlich begehen wir jetzt keine GEMA-Rechtsverletzung. Nichts verraten. Seht ihr das Kraut? Chakabow. Wow, wow, wow. Wow, 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 Chakabow. Jetzt kommt schon langsam das Problem. Fisch Nummer 7, oder? Jo. 7? Wahnsinn. Richtig starke Fische. Das ist unser ständiger Begleiter. Auf der einen Seite haben wir dadurch mega Probleme und mussten schon zwei Fische jetzt verlieren. Auf der anderen Seite, wer im Kraut angelt und an den Hindernissen bekommt Biss, aber schaut mal, wie das aussieht. Da ist jetzt auch ein bisschen was eingesammelt worden im Drill, aber das ist so zähes Kraut. Muscheln drin. So, werfen wir wieder ans Boot. Und mit der zweiten Rute von mir muss ich mir irgendwas überlegen. Eigentlich brauche ich ja nur mit einer Rute angeln. Vielleicht kriege ich was für die Angelkarte zurück, wenn ich nur mit einer Rute angel. Die zweite Rute kriege ich nicht ins Laufen. Keine Ahnung, aber besser eine läuft als keine. Weiter geht's. Ein langer, heißer Tag liegt hinter uns. Der dritte Abend bricht herein. Vorne im vorderen Seebereich ist immer noch richtig Badeaction. Da kommen die Sonnenstrahlen noch durch. Bei uns hier ist richtig schön schattig, angenehm jetzt, wird schon kühler, die Mücken kommen raus. Ja, und heute war ein bisschen weniger geboten. Zwei Fische wurden gefangen, einer wieder auf den gelben Poppy, bei mir auf die linke Rute. Und ein Fisch kam bei Micha drüben auf den Bodenköder. Und das war's dann, ja. Die Ruten, denke ich, haben wir ganz gut wieder geworfen. Aber es wird jetzt ruhiger, wie wenn die Fische uns jetzt langsam merken. Aber
Ich glaube auch, dass vielleicht diese krasse Hitze, wie wir gestartet haben mit dem Angeln, war vorher so ein bisschen Wetterumbruch. Es war gewittrig, es war ein bisschen kälter. Es hat auch mal ab und zu geregnet bei unserer Anreise. Und dann sind wir eigentlich gestartet, wie das Hochdruckgebiet begonnen hat. Hat ja gleich mega gut funktioniert, tagsüber, ganz komisch. Nachts war ja überhaupt nichts bis jetzt. Bin echt mal gespannt, ob die dritte Nacht jetzt uns irgendwie eine Aktion bringt. Aber bisher alles tagsüber, im Hellwerden ging es los. Bis abends zur Dämmerung, am gestrigen Tage. Heute im Hellwerden das gleiche wieder, ging genauso weiter. Aber dann die Mittagsphase hat es abgeflaut. Plötzlich nichts mehr passiert. Vielleicht die enorme Hitze. Wir hatten, im Handy hatte ich irgendwas von 38, 39 Grad stehen, die haben wir nicht erreicht. Ich schätze mal, wir hatten so 35, 36 Grad, aber Hochdruck komplett. Und das kann natürlich auch den Karpfen auf den Magen schlagen, aber trotzdem sind wir mega happy. Bisher haben wir 7 tolle Fische fangen dürfen hier an diesem traumhaften Gewässer. Kann man sich nicht beschweren. Und jetzt gehen wir in die dritte Nacht. Ein paar Freunde sind noch vorbeigekommen, das ist ganz nett hier aus der Gegend. Die wussten, dass wir hier unterwegs sind. Wir werden uns heute Abend schön zusammenhocken, ein bisschen was grillen, ein bisschen schnacken und auf jeden Fall noch auf einen guten Fisch hoffen. Morgen früh geht es dann für mich wieder weiter. Wir werden ein bisschen weiterziehen, was Neues ausprobieren. Vielleicht fahren wir an den Fluss, vielleicht gehen wir Welsangeln, vielleicht Karpfen, vielleicht auch was komplett anderes. Werde ich mir noch überlegen, aber da sind wir sehr flexibel mit dem Bulli. Die Family ist immer noch mit Spaß dabei. Die hatten eine gute Zeit und das ist wichtig, denn dann haben auch alle bei so einer Tour irgendwie Spaß dran und ein tolles Erlebnis. Ja. Und darum geht es einfach. Und hier bin ich wirklich mega happy, dass wir dieses Sommerangeln auf Karpfen, was ja auch wirklich nicht immer ganz einfach sein muss, so ganz toll umsetzen konnten und mit wirklich einem schönen, entspannten Familienurlaub für alle Beteiligten verbinden konnten. Wir gehen die dritte Nacht, drückt uns die Daumen, dass da noch was kommt. Ihr seid dabei. Bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Unsere Zeit hier am See ist abgelaufen. Bin gerade am Aufräumen, alles zusammenpacken. War eine tolle Zeit hier am See. Es war für mich auch der erste längere Trip, wo mein noch doch kleiner Sohnemann komplett draußen dabei war. Hat alles super geklappt. Ich glaube, er hat mega Spaß gehabt. Hat auf jeden Fall die Nächte, was daheim nicht immer der Fall ist, super durchgepennt. Im Aufstelldach von meinem Bulli. Ja, also es funktioniert. Family und Angeln perfekt miteinander zu verbinden. Fisch! Aus dem Grund immer die Ruten bis zuletzt im Wasser lassen. Der halbe Bulli ist gepackt, alles ist eigentlich weg vom Platz. Und eben ging es dran, die Ruten reinzuholen. Und da läuft sie ab. Am letzten Morgen. Der wahrscheinlich letzte Fisch. Daumen drücken, dass alles gut geht. Jetzt hat es mich auch erwischt. Ich habe unten gemerkt, dass der Fisch im Kraut ein bisschen pulsiert. Und jetzt ist er geschlitzt. Der letzte Biss am letzten Morgen hier am See. Gehört dazu. Wir hatten trotzdem eine mega Zeit. Das ist jetzt ein bisschen ein trauriger Abschied, ein trauriger Abschluss. Aber so ist Angeln. Passiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, hattet gute Unterhaltung. Uns hat es mega Spaß gemacht, mit Sack und Pack, mit der Family hier beim Angeln unterwegs gewesen zu sein.
Die Mädels kamen auf ihre Kosten, die konnten Stand-up paddeln. Mein Sohnemann hat einen Haufen Abenteuer erlebt, die Nächte im Bulli durchgepennt. Das machte daheim nicht jeden Tag, also der war richtig müde abends. Und mein Kumpel Micha und ich, wir konnten ein paar tolle Fische im Sommer fangen. War mega. Werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder sowas planen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute für euch. Bleibt gesund, dicke Fische. Und ärgert euch nicht, wenn dann mal einer verloren geht. Das gehört dazu. Ciao, ciao.